Servus liebe Leute, heute sind wir wieder am Start. Heute reden wir über den Berge de Picard. Angeblich soll der Berge de Picard schon mit den Kelten um 800 in den Picard-Gelände sein. Die beiden vergangenen Weltkriege dezimierten diese Hunde sehr stark. Von diesen Aderlass hat sich die Rasse bis heute nicht erholt. Das Problem lag am mangelnden Zuchtmaterial nach dem Zweiten Weltkrieg. Der heutige Berge de Picard weist ein sehr hohes Inzuchtpotenzial auf. Der Berge de Picard ist ein bis 65 cm großer und ca. 32 kg schwerer Schäferhund. Sein Fell ist gerade und ziegenartig, wetterfest und dicht, im Rehbraun, Grau oder Feuer. Die Ohren stehen und sind mittelgroß. Der Picard ist normalerweise kein Anfängerhund, allerdings mit genug Einfühlsamkeit und liebevoller Konsequenz kann auch ein Anfänger diesen Hund zu etwas Besonderem machen. Wie alle Hüterhunde ist er sehr selbstständig und eigenwillig, was für seine Aufgabe auch nötig war. Um einen Begleithund bzw. Familienhund zu bekommen, muss man das berücksichtigen. Seine Erziehung braucht ein größeres Maß an Konsequenz, Geduld, Beharrlichkeit, aber auch eine große Portion Sensibilität. Der Berge de Picard ist ein Hüterhund, aber auch als Begleit- und Schutzhund zu verwenden. Jetzt eine kleine Kurzfassung. Berge de Picard kommt ursprünglich aus Frankreich. Er wird zwischen 55 und 66 cm groß. Gewicht liegt zwischen 23 und 32 Kilo. Er wird bis 13 Jahre alt. Sein Fell ist rehbraun oder grau. Er wird als Hüterhund, Begleithund und Schutzhund benutzt. Früher wurde er als Schäferhund und Beschützerhund benutzt. Er ist ein guter Familienhund. Er ist für die Wohnung geeignet. Er braucht viel Pflege, ist sehr leichtfühlig, braucht viel Auslauf und ist ein guter Wachhund. Und das war's auch schon für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert bitte meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie einfach in den Kommentaren und ich werde sie beim nächsten Video beantworten. Und bis zum nächsten Mal. Servus!